Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Train Fever. So, wir waren letztes Mal dabei, hier die Busse zu kaufen. Und ich würde tendieren, hier den etwas, obwohl. Würde ich tendieren, den. Nein, den etwas schnelleren hier zu nehmen. Ja, würde ich jetzt einfach mal aus dem Gefühl raus 5 Stück kaufen. Busdienstlaken. Jetzt müssen wir die ein bisschen verteilen. Wahrscheinlich verteilen die sich selber, aber hier hat es dann nicht so viel, dann gruppiere ich das gleich mit dem. Wunderbar. Jeder fahren 0. Wieso fahren denn da jetzt 0? Okay. Und die Busse überfüllen, oder? Nö. Komisch. Sie würden jetzt eigentlich in die. Ja, gut, sie fahren eigentlich jetzt genau falsch rum. Okay, hier befinden sich schon Leute an der Bushaltestelle. Was passiert denn, wenn ich den umdrehe? Was macht er dann? Okay. Jetzt fährst du links dann, oder? Aha. Dann muss ich die einfach ein bisschen auseinanderhalten mit anhalten. Ja. Wir halten jetzt den einfach mal an. Machen ihn mal ein bisschen schneller. So. Halten wir dich mal an. Oh, die V100 ist verfügbar. Und lassen wir dich weiterfahren. Jetzt. Und für dich. Jetzt. Wunderbar. Und den ein bisschen verteilt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Nutzen da einige die Bushaltestelle? Oh ja. Ist der voll? Der ist voll. Alles klar. Mal kurz gucken, wie viel die V100 kostet. 500.000 im Jahr. Wert aber bloß 90. Wie viele Leute? What? 54? So viel passen ja da gar nicht rein. Was haben wir denn an Passagierwagen? Kaum. Kaum etwas. Okay, der kostet 350. Ja, das kostet dann halt gleich mal
Das ist Doppelte, ist ja klar. Jetzt ist die Frage, wir machen jedes Jahr Q plus. Wir haben eine halbe Million plus gemacht. Bin mal gespannt. Ich möchte jetzt mal 1958 mal nichts bauen. Ja. Oder nichts kaufen. Und weil ich möchte mal gern herausfinden, wie viel Plus ich denn mache, wenn ich nichts ausgebe. Das würde mich mal wirklich interessieren. Da würde ich jetzt einfach mal kurz auf schnell durchlaufen lassen. Mal so wie das aussieht, bräuchte hier noch nicht. Aber hier drüben scheint es einige. Okay, so viel kommen da eigentlich gar nicht mehr. Weil ich war natürlich in der Überlegung, einfach die Personenlinie auszubauen. Mit einem zweiten Triebzug. Aber so wie es ausschaut, war das gerade bloß irgendeine Ausnahme. Jetzt warten 34, das kriegt er natürlich locker rein. Aber da müssen wir uns natürlich in nächster Zeit was überlegen. So, wir haben November. Warten wir noch schnell. Es fahren dann doch einige mit dem Auto. Güterzug. Oh je, oh je. Oh, die NOB und die Silberlinge. Oh, wie schön. Oh, wie schön. So, wie viel Plus haben wir denn gemacht? Wir haben fast 3 Millionen Plus gemacht. Und man sieht, die Einnahmen auf den Stra auf der Straße und auf der Schiene sind deutlich gewachsen. Deutlich. Bin ich mal gespannt, wie es 59 aussieht. Und ob wir dann gleich schon die nächste Stadt anschließen sollen. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen am Geld sparen, denn wir werden das natürlich noch sehr viel brauchen. So, wie viel warten denn jetzt hier? 24, ja, 24 geht ja. Jetzt würde mich bloß mal interessieren, fahrt ihr alle, ihr fahrt zum Wohnort, und wo ist der? Eigentlich im Nachbarort. Warum fahrt ihr jetzt nicht mit der Bahn, sondern ist vielleicht der Trick. Hier sehen wir es. Der Güterzug muss kurz halten. Halb so schlimm. Ja, weil wieso tut ihr euch das an, ja? Ich möchte jetzt einfach mal kurz ein Experiment machen. Und das Experiment wird wie folgt aussehen. Zack, ja. Mich interessiert es jetzt einfach bloß. Ja. 427 Arbeitsplätze, 434, ja. Mich interessiert es einfach bloß, ob die Leute jetzt vermehrt die öffentliche nutzen, ja? Oder ob sie zum Beispiel jetzt sagen, wir schließen jetzt Hüfingen aus, weil es halt keine Anbindung mehr hat. Oder was auch immer die jetzt machen. Auf jeden Fall sehen wir mal, dass kein Auto mehr in diese Richtung fährt.
Die Straßen sind wie leer. Das ist krass. Das ist krass. Die Straßen sind. Guckt euch die Straßen an, die sind leer. Holy. Shit. Warum fährst du noch mit dem Auto? Du fährst in die. Ah ja, okay. Ich glaube, da muss die Stadt jetzt erstmal drauf klarkommen. Wir sehen ein Einwohner. Ein Einwohner schon weniger. Warum da auch immer ein Plus steht. Hier kommen die letzten Leute an. Wie viel haben wir hier? 2, 6, 7. Ja. Bin ich ja mal gespannt, wie viel nutzen denn hier? 37. Müssen wir hier vielleicht mal erweitern? Sollten wir fast sogar. Da. Wir können da. Oben sind ja auch noch Wohnhäuser. Und die können eigentlich laufen, ja. Jetzt können wir das noch ein bisschen hier in den Fahrplan mit einbeziehen. So, nach 1 kommt das. Dann kommt das. Und dann kommt das. Weg. Das ist die 5. Dann kommt es hier hin. Und die 6 weg. Dafür dann fahren wir hier lang. Okay. Würde ich aber sagen, dass wir da noch mal zwei Busse dazu kaufen für Höfingen. Oh. Aha. Aha. Also genau das ist jetzt passiert, was ich eigentlich erwartet hatte. Ja, die Bahnhöfe füllen sich. So, ich könnte ja hier auch noch ein bisschen großräumiger fahren. Finden wir gerade hier hin. Vielleicht hier nochmal. Hier nochmal. Bus 3 nach 3 würde ich gerne hier hin und dann da. Und 6 weg. Dann kommt hier 7 und dann kommt hier 9. Jawohl. Würde ich hier einfach auch noch mal zwei Busse dazu nehmen. Wunderbar. Oh je. Du bist voll. Ja. Und hier warten immer noch einige auf den Zug. Hohoho. 78. Wir müssen einfach einen zweiten Zug einsetzen. Das können wir aber erst machen.
wenn wir da drüben sind. Wir können ja hier bloß 120 fahren. Wie viel kann der? 160. Wie viel würde denn das Upgrade kosten? Würde ich jetzt einfach mal machen. Nimmst du hier noch mal Passagiere auf, die jetzt alle weg sind, weil ich echt? Beim Schienen erneuern gehen die Leute weg. Okay. Habe ich bislang auch noch nicht so erlebt, muss ich sagen. Also ich habe schon öfters mal, ach so, das war, wahrscheinlich dann bloß an der Linie, und da wir ja bloß eine Linie haben, ja klar. Verständlich. So, wie viel hast du denn? Null, dann fahrst du bitte gleich ins Depot. Hier haben wir nochmal eine Zugbegegnung. Aber wir fahren hier auch schon deutlich schneller. Ja, die 160 haben wir jetzt erreicht. Ich glaube, das Experiment ist gar nicht mal so schlecht. Wir hatten 427, ja. Also man sieht, sie steigen wirklich noch. Interessant, interessant. Sehr interessant. Und du bist wahrscheinlich. Ah, okay. So, hier war das dann auf jeden Fall. Ist die Frage, nochmal den oder? Ich würde einfach jetzt den hinzufügen. So. Jawohl. Ihr seid jetzt das hier. Können wir mal gucken. Geht das halt wirklich so? Geht aber gar nicht mal so schlecht aus. Passt zwar nicht ganz von den Farben her, ja. Aber wir haben hier der 82 ist deutlich, deutlich gestiegen. Wir sind doch nochmal an. Schön. Schön, 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 schön. Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Der beschleunigt aber nicht schlecht. Wie viel PS hat denn der? Fast 6000, okay. Ja, okay, durch zwei, ja klar. Hat sich dann die Zeit aufgekürzt? Okay, 3 Minuten. Aha. Aha. Aber die Stadt ist wie leer gefegt. Keine Autos. Fast keine Autos mehr. Es laufen aber auch sehr viele zum Bahnhof, habe ich das Gefühl. Wie viel kommst du denn hier an? Geht das voll? Er ist auch voll. Nee, was haben wir denn jetzt? Der wird wahrscheinlich auch voll sein. Mhm. Auch?
Der nicht. Und der hat wahrscheinlich gar nichts geladen. Ein, zwei, cool. Cool. Ja, dann würde ich mich recht herzlich bedanken fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao.